Beginne damit, dass du deine Hände ganz entspannt aneinander reibst, bis du die richtige Temperatur spürst, bis die Hände warm sind. Fühl als erstes deine Hände. Fühle deine Finger. Mach einen kurzen Bodyscan durch die Hände, durch die Arme nach oben in die Schulter. Von der Schulter in deinen Brustkorb. Nach unten ins Becken. Durch die Beine. Und ich frage mich innerlich, was springt mir so förmlich entgegen, welche Empfindung? Manchmal Ziehen, manchmal Druck, manchmal Schmerz, manchmal ist auch eine angenehme Empfindung in einem Körperbereich. Was ist heute interessant? Und dann richte deinen Fokus für einen Moment auf deine Rückseite. Vom Scheitel, von deiner Krone, über den Hinterkopf, Nacken, Schulter, oberen Rücken, den unteren Rücken, geh ins Kreuzbein. Wie fühlt dieser Bereich sich an? Und wenn du hier eine kleine Mini-Bewegung machst, ein leichtes Beugen und ein leichtes Strecken, ein Aufrichten, Beugen und Aufrichten, wie leicht geht das? Ne? Und wenn du dich nach links und rechts drehst, und dann mach dir von Anfang an noch einmal bewusst, wir gehen heute davon aus, dass wir alle hier mehr oder weniger bisschen Blockierungen mit uns herumtragen in diesem Abschnitt des Körpers hier hinten auf der Rückseite, und das bringen wir in Bewegung. Wir beginnen damit, dass wir leicht klopfen in die Mitte des Brustbeins. Übrigens eine wunderbare Übung fürs Immunsystem, ganz, ganz viele sind im Moment krank. Wir wollen das uns möglichst ersparen und deshalb klopf täglich einmal deine Thymusdrüse und sorg dafür, dass deine Lungen optimal durchgelüftet sind. Indem du den Lungen 1 Punkt klopfst. Und wir können das jetzt verbinden mit der Atemübung vom letzten Mal, bei der wir stoßweise durch die Nase ausatmen. Ihr könnt euch noch erinnern, Nase muss geputzt sein, Nase sollte frei sein. Ansonsten lass diese Übung weg. Wir atmen gut zur Hälfte ein, Mund geschlossen, und atmen dann durch die Nase schubweise aus. Das waren es ungefähr 15 Mal. Atmen wieder ein. Klopfen den Rest vom Arm nach unten bis zur Handfläche. Drehen hier den Arm um, klopfen an der Außenseite nach oben. Zum Nacken. Gut, in die Mitte zurück. Wir machen dasselbe auf der anderen Seite. Ich klopfe jetzt mit links. Gehe zum Alarmpunkt der Lunge, der sich hier unterhalb des Schlüsselbeins befindet. Und ungefähr in dem Rhythmus, in dem ich klopfe, gehe ich wieder durch die Nase auszuatmen. Zuerst gut die Hälfte einatmen. Also du hast noch etwas Platz und los geht's. Wir klopfen den Rest vom Arm nach unten, Innenseite, Außenseite, den Nacken und zurück zur Mitte. Noch einmal Kapalabhati, stoßweises Atmen, einatmen, bisschen langsamer, das waren ca. 20 Stück, wir klopfen unten, beruhigen den Atem wieder ein bisschen. Was ich noch nicht erwähnt habe, bei dieser Übung, wir kümmern uns nur um das Ausatmen, nicht darum, wie der Atem wieder einströmt. Okay?
Ich glaube, wir schaffen noch eine Runde. Wir atmen noch einmal nicht tief ein, sondern gut die Hälfte ein. Und los geht's. 25 Wiederholungen. Klopfen zur Rückseite. Bleiben wir ein bisschen bei den Nieren. Denken an den Blasenmäher, der an der über die Rückseite nach unten verläuft. In der Mitte des Beins sind die Kniekehle, mit der Kniekehle weiter den Waden nach unten bis zum kleinen Zeh. Klopfen wir auf die kleinen Zeh-Außenseite. Und dann einfach innen geht es wieder nach oben zum Bauch. Hier bleiben wir im Unterbauch. Wir wissen, dass hier die Blase sich befindet. Und kommen dann zurück zur Mitte. Bevor wir zur zweiten Übung gehen, spür einen Moment mit geschlossenen Augen nach. Und bist du bereit, ein bisschen nach unten zu sinken? Eine etwas breitere Position einzunehmen. Füße dürfen noch parallel bleiben. Wir gehen kurz nach unten und schütteln uns hier ein bisschen nach unten. Das ist für dich und für uns alle wieder die kleine Diagnose. Wie geht's uns heute? Wie gut sind die Körperteile verbunden? Also wie gut arbeiten die Muskelketten zusammen. Handgelenke sind locker. Ellbogen locker. Dann entspann bitte dein Kiefergelenk. Lass den Unterkiefer etwas sinken. Entspann deine Schultern. Lass sie sich mitbewegen. Und wenn du dich zwischen deine Schulterblätter denkst und hier ein bisschen nach oben wanderst zum Nacken und in deinen Nacken spürst, dann versuch dir bitte vorzustellen, auch dieser Bereich, der jetzt natürlich weniger schwingen kann als die Schulter beispielsweise, aber trotzdem, du bringst hier einen kleinen Impuls, eine Auf- und Abbewegung in den Bereich hinein. Und es hilft dir tatsächlich, wenn du das Kiefergelenk immer wieder locker lässt. So, spüren wir jetzt Kiefergelenk locker. Nacken entspannt sich ein wenig. Schultern sind gut spürbar. In der Körpertherapie. Der Trapeziusmuskel, dieser Kapuzenmuskel hier oben, ist ein ganz, ganz starker Stressmuskel. Der reagiert auf Stress, indem wir hochziehen. Also lass den. Gib dem die Möglichkeit, dass er alles abschütteln darf. Ganzen Weihnachtsstress. Ganzen Stress vom Plätzchen backen. Vielleicht sogar Stress vom Plätzchen essen. Und über die Rückseite deines Rückens das Gefühl, hier fließt nach unten. Ich stelle mich hier gerne, ich speichere immer wieder das Gefühl, der Morgendusche, warmes Wasser fließt über deinen Rücken nach unten. Das ist eine gute Möglichkeit, hier dieses Gefühl zu speichern bei jeder Dusche. Immer wenn du duschst, das warme Wasser bewusst spüren und hier dieses Gefühl im Geist wieder herzuholen, wenn hinten etwas fließt über deinen Rücken. Wir bleiben dann ruhig stehen, spüren auch hier nochmal nach. Ich merke jetzt schon, der Körper ist etwas aktiver und jetzt geht es noch in diese wunderbare Rotationsbewegung. Jetzt kümmern wir uns wieder um die Lebenstore. In der Körpermittellinie, also Dan Tien und Ming Men. Auf der Rückseite. Wenn du kein Problem hast mit Schwindel, dann lege ich heute Wert darauf, dass dein Kopf sich mitdreht.
in dieser Bewegung. Kopf dreht sich mit. Nach links. Nach rechts. Und wir kommen wieder in die Mitte zurück. Das waren die drei Übungen, die für sich genommen wieder ein kleines Warm-up-Programm wären. In der Früh 5 Minuten zum Aufwachen.